hätte ich auch am Flohmarkt irgendwie vermutet. Schön. Du hast es schon ausgezogen, ne? Ach. Was hast du denn auf dem Kopf? Oh, ich glaube, ich habe eine Amsel auf dem Kopf, oder? Nee, was ist es, Andreas? Das ist eine Eule, ist eine das, Eule. Ne? Genau, eine Eule war es. Christoph, sag doch mal, wie die heißt. Die Eule heißt Kappes. Ah, deswegen auch Kappes und Co. Genau. Richtig. Wir sind nämlich Kappes und Co. Und das ist die Eule danach. Wir sind nach der Eule benannt. Wir sind Kappes und Co. Und wir machen Musik. Von euch habe ich daran nicht viel gehört. Seid ihr neu? Ja, wir sind neu. Ganz frisch im Karneval dabei. Jetzt dieses Jahr gegründet. Erst seit März. Oder seit März sind wir dabei. Nicht lang. Und dann direkt beim Literarischen Komitee. Mhm. Mhm. Da haben wir da hingeschickt. Wir haben gedacht, wir fangen jetzt mal an und wir schicken das da mal hin. Und dann haben die das angeguckt und gesagt, ja, eine Eule haben wir noch nicht. Und dann haben sie uns direkt genommen. Ja, ja, da waren wir sehr cool. Völlig platt. Wir haben 3 Jahre lang Lieder geschrieben im stillen Kämmerlein, im Keller. Und haben das weggeschickt. Und auf einmal werden wir eingeladen, sitzen beim Casting, gucken in ein bisschen kritische Gesichter, die nachher sagen, ja, ihr habt das gut gemacht, ihr seid dabei. Da waren wir ziemlich von den Socken. Und oh, platt. Ja. Ja. 5, 6 Monate und auf einmal stehen wir hier. Das ist schon, ja, sind wir ja, richtig ja, irgendwo ja, stolz drauf und haben richtig viel Spaß gehabt. Ja. Wollt ihr mir noch ein Autogramm geben? Okay. Sehr gerne. Was sollen wir denn da draufschreiben? Unseren Namen? Ja. Super. Soll die Eule auch unterschreiben? Ja. Dankeschön. Sehr gerne. Gerne. Einen schönen Abend. Tschüss. Viel Spaß. Danke. Tschüss. 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 Er hat eine Bühne im Jahre, doch kannst du auch uns fahren. Da lohnt dich mit uns hohe Arm. Reise mit denen er so gut lohnen kann. Er hat eine Bühne im Jahre. Shoppen lecker Mus. Woo! Dankeschön.